Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Bernd das Brot und die Unmöglichen. Ein neues Let's Play, ein Point-and-Click-Adventure und seitdem ich den Trailer gesehen habe, freue ich mich schon drauf. Es wird, glaube ich, unfassbar dämlich, unfassbar sarkastisch, also die typische Bernd das Brot-Art eben. Und ist das da hinten auf dem Wanted-Plakat? Alter, ist das Channing Tatum? Ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich nicht. Die Mitwirkenden, die ziehen uns jetzt. Mit Musik. Bernd das Brot und die Unmöglichen. Voice Actors Bernd. Jörg Teichgröber, Chili, Tanja Schumann, Briegel, Jan Mixer. Und der Rest geht mir irgendwie gerade zu schnell. Ich stand da gerade. Moment. Fabian Siegesmund? Ernsthaft? Entschuldigung, dass ich das nochmal anfangen muss. Fabian Siegesmund, der Polovianer. Grandios. Fabian Siegesmund, langjähriger GameStar-Redakteur. Der Lama-Song macht schon ein bisschen betroffen. Ich würde gerne ein bisschen was erzählen, aber ich möchte nicht so viel in den Lama-Song quatschen. Ist ja auch schön, dass der Song nicht wenigstens rausfadet, sondern einfach so zack aus. Wie wenn man so ein Radio ausstellt, aber okay. Wir haben ein tolles Menü, wir können hier ein neues Spiel starten, wir können... Das kitzelt! Kann ich die eigentlich anklicken? Nee, passiert nichts. Ach, Mist. Ich bin gespannt, was wir in Erfahrung bringen. Einstellungen habe ich jetzt alle schon gemacht und ich glaube, dann können wir eigentlich nur noch das Spiel beenden. Was wir natürlich machen wollen, ist ein neues Spiel starten. Hä? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Und wer bin ich? In Wirklichkeit habe ich diese erste Szene schon mal gespielt, um die Sound-Settings zu machen. Das ist aber das Einzige, was ich bislang kenne. Und, verdammt. Ich glaube, die Antwortmöglichkeiten sind alle sehr großartig. Tja, das Oder ist der Kern unserer heutigen Gesellschaft. Bin ich dumm oder nur dämlich? Bin ich Social Web oder Point-and-Click-Adventure? Eloquent oder rede ich gerade absoluten Käse? Will ich wissen, was ich hier mache? Oder will ich einfach nur dieses wunderschöne, gleichmäßige und langweilige Weiß anstarren? Ja, trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Eigentlich ganz nett hier. Schön langweilig. Bernd? Wer bist du? Der Schöpfer. Dann würde ich mich gerne beschweren. Wegen den kurzen Armen. Wir sind die Entwickler des Spiels. Ihr seid zu mehreren? Und dann habt ihr nur ein deprimiertes Kastenbrot in einem weißen Raum hingekriegt? Ja, und du bist bewusstlos. Ich bin. Genau. Deshalb bist du in diesem weißen Raum. Aber weshalb bin ich bewusstlos? Tja, das gilt es herauszufinden. Viel Spaß. Hey, wartet mal. Wie soll ich... Hä? Was ist das? Den Teil kannte ich noch nicht. Ich find's jetzt schon super.
Ah, okay, ah, das ist quasi Hotspot-Anzeige. Das ist, okay, mein Tagebuch quasi. Wie bin ich hierher gekommen? Irgendwie muss ich mich erinnern. Aber will ich das überhaupt? Der weiße Raum ist so schön langweilig. Okay, und das sind wahrscheinlich nur nochmal... Ah. Hä? Zum Hauptmenü. Was ist das? Foto von einem Schaf. Ich erinnere mich an dieses verrückte Schaf. Es heißt Chili. Aber da war noch jemand in meinem Leben. Richtig. Der verrückte Busch namens Briegel. Aber was verbindet mich mit dem Schaf und dem Busch? Der Blick. Das bin ich. Aber wer bin ich? Mist. Mist. Ob da was passiert, wenn ich das häufiger mache? Mist. 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 Offensichtlich nicht. Ein Erinnerungsfotoalbum. Ein Erinnerungsfotoalbum. Ohne Fotos. Sinnvoll. Vielleicht sollte ich mal Fotos einkleben. Ah, ich verstehe. Benutze das damit. Und benutze das Briegelfoto. Volles Fotoalbum, da gehen zwei Fotos rein. Ein volles Fotoalbum. Das ging aber schnell. Ich erinnere mich. Wir wohnen zusammen. Ja. Das Schaf. Macht gerne Stunts. Was nicht heißt, dass es gut darin ist. Und der Busch erfindet gerne Sachen. Und seine Erfindungen explodieren gerne. Und ich frage mich gerade, ob ich gerne mit ihnen zusammenwohne. Schätze, die Antwort ist nein. Aber warum mache ich das bloß alles mit euch beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Berndi. Was ist das? Emotionaler Kitschiknampf? Emotionaler Kitschiknampf. Fantastisch. Ich soll diesen emotionalen Kitschiknampf nehmen? Kommt gar nicht in Frage. Bernd? Ihr schon wieder? Nimm mal die Herzen. Warum sollte ich das tun? Weil wir dich zwingen können. Was? Mist. Bernd, zieh mal das Symbol auf deine Freunde. Niemals. Die beiden sind absolute Nervensägen. Und das ist noch geschmeichelt. Spieler? Du, vor dem Monitor. Zieh doch mal das Symbol auf einen von Bernds Freunden. Freunden? Chili das Schaf. Briegel der Busch. Mist. Ich würde... Ah, so. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Ich wollte eigentlich Chili. Schaf, Busch. Ich werde gezwungen, euch eine positive Emotion entgegenzubringen. Das ist wirklich bekloppt. Genauso bekloppt wie die Idee mit den Superhelden. Die Erinnerung kommt zurück. Und es ist keine schöne Erinnerung. Das Schaf und der Busch hatten die ach so lustige Idee, Superhelden zu spielen und Verbrechen zu bekämpfen. Mist. Immer wenn das Verbrechen in der Stadt wütet, schlägt das Crime Detector Spotlight 3000 Alarm und ruft Sheep Majors, Nahkampf-Asphasaden-Akrobatin und schlau wie ein Schaf. Eigentlich Chili das Schaf, aber das darf keiner wissen. Dr. Bumblebee Butch, Mastermind, Technikgenie und selbsternannter Alien-Botschafter. Eigentlich Briegel der Busch, aber das ist streng geheim. Der kastige Koloss, kastig, kolossig, brotig. Eigentlich Bernd das Brot, aber den erkennt ja sowieso keiner. Zusammen sind sie die Unmöglichen.
Was für eine irrwitzige Idee. Und ich wurde gegen meinen Willen gezwungen mitzumachen. Wie immer. Und los geht's. Schroff, pass auf! Die Laterne! Jetzt wissen wir zumindest, warum Bernd bewusstlos ist. Drei, zwei, eins! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Oder fahren gegen eine Laterne. Hurra! Warum sind wir eigentlich hier? Wir müssen ein Verbrechen lösen. Was für ein Verbrechen? Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Ich such schon mal Verbrecher. Ich würde sagen, wir gucken zuerst auf dem Klo nach. Eine Laterne. Sie macht Licht im Dunkeln. Toll. Ich glaube, ich würde die Musik ganz gerne noch ein bisschen leiser stellen. Eine Antenne. Die Antenne des Bernd-Mobils. Es ist wirklich das Bernd-Mobil. Grandios. Eine Feder. Eine Feder. Vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, Indianer zu spielen. Ich hoffe nicht. Entschuldigung, muss mal ganz kurz. Ach, Mist. Ist die Atmo jetzt leiser geworden? Nicht wirklich, oder? Das Schild macht Hundebesitzer darauf aufmerksam, dass ihre Lieblinge nicht auf den Rasen machen sollen. Für viele Hundebesitzer ist es aber eher ein nicht ernst gemeinter Vorschlag. Richtig, sieht man auch an dem Rasen. Der ist nämlich gut geschmiert, möchte ich sagen. Was vermutlich auch der Grund ist, warum wir nicht ausweichen konnten. Es fährt nicht mehr, ich will es nicht. Hier ist es jetzt das Brotmobil, nicht das Bernmobil. Ach, was hatten wir für gute Zeiten, Brotmobil. Weißt du noch? Ich stieg ein und schrie und dann flog ich durch die Windschutzscheibe. Die gute alte Zeit. Hui, da wird aber einer ganz schön blechen müssen. Das großartig. Ist das Brotmobil. Ich bin ein Brot. Mist. Oh mein Gott, dieses Spiel kann einfach, ist fantastisch. Das zeigt deutlich, dass Hunde, schade, dass Hunde keine Schilder lesen können. Eine Laterne. Okay, das hatten wir schon. Was? Der irre Busch. Eine Anspielung. Nur ein bisschen Lack und er ist wieder wie neu. Wenn man das auch von dir behaupten könnte, Busch. Dr. Bumblebee, wenn ich bitten darf. Großartig. Oh, lag da gerade Kaugummi? Kaugummi-Bampf. Was auch immer ein Bampf. Hier ist ganz viel Kaugummi-Bampf. Das ist ganz schön eklig. Was die Wiese für die Hunde, ist der Gehweg für die Kaugummi-Kauer. Igitt. Mist. Oh, Kaugummi. Schmeckt fad im Mund, klebt dafür gut am Schuh. Mist. Hab's jetzt im Inventar? Ja, ich hab's total im Inventar. Rasen. Eine Wiese, die zu Müßiggang und Ausrutschen in Hunde-Igitt einlädt. Schön. Hier vorne noch irgendwas, außer mehr Hundekot? Der Crime Detector 3000. Das ist ein Sockel für überteuerte Stadtparkkunst. Jetzt leer. Vermutlich gestohlen. Das ist ein verrücktes Schaf. Sie nennt sich meine Freundin. Hilfe? Das Schild sagt, Bronzeplastik erkältetes Jack mit Skatkarten des langolischen Jackbildhauers und Halbtagspräsidenten Chingis Göhm. Eine freundliche Schenkung der Partnerstadt Ulan-Graboink. Alter, ich habe jetzt schon kein Gehirn mehr. Ein leerer Sockel. Hier war mal was und ist nicht mehr da. Faszinierend, diese Leere. Ach, ich feiere das gerade einfach nur, es ist fantastisch. Wenn ich jetzt philosophisch wäre, würde das jetzt länger dauern. So aber nur ein Brot mit zu kurzen Armen. Mist. Geh mal zur Seite. Das ist das Leuchtdings vom verrückten Busch.
Ich mag es nicht. Überraschung. Lag hier nicht gerade ein Baum? Das ist ein Baum. Frage. Wie kommt ein Polizist in einen Baum? Antwort. Keine Ahnung. Aber das hat bestimmt wieder was mit uns zu tun. Und er wird sehr sauer sein. Kann ich mit ihm reden? Nein. Warum ist denn Wachtmeister Budirpschitsch da oben? Ich glaube, das war der Verteidigungsmechanismus unseres Crime-Detektor 3000. Der mag es nicht, wenn man ihn davon abhalten will, uns zu rufen. Crime-Detektor vor allem. Entschuldigung, habe ich da wirklich eine Wahl? Ja. Denn wer will denn schon keine Hilfe von verkleideten Irren, deren einzige Kompetenz ein sehr alberner Spruch ist? Genau! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Gut. Fall gelöst. Können wir jetzt heim? Dieses alberne Kostüm juckt, riecht nach Banane und ist nicht sehr atmungsaktiv. Alter. Ah, wenigstens riecht es nur nach Banane und nicht nach Iltis oder so. Ein Wegweiser für Gassigier. Rechts geht's zum Herrchenklo und links auf der Wiese das Hundchen. Wie geht? Können wir eigentlich irgendwo hingehen oder kann ich nur hier was machen? Hui, eine Wiese. Lass uns Fußball spielen. Scherz. Das ist alles voll mit Hunde, Igitt. Von einem Zettel am Baum, ja. Der tolle Leuchtbaum hier vorne, der fantastisch leuchtet. Ich kann hier aber auch... nirgendwo anders hingehen kann ich mit... Achso, ich habe ja natürlich Items. Entschuldigung, ich bin... Nicht, wenn man ihn davon ja, verstehe. Ich habe ja natürlich Items, das hatte ich völlig vergessen. Kann ich die Feder mit dem Kaugummi? Eine Feder mit klebrigem Ende. Okay. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch, ich halte das für eine super Idee. Hallo? Spieler? Jemand zu Hause? Das kann nicht funktionieren. Okay, das könnte auf Dauer etwas nervig werden, aber gucken wir mal. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Verdammt. Durch Kombination entstandenes albernes Werkzeug. Ich nenne dich Kitzelstab. Okay, dann kitzeln wir doch mal das Geheimnis aus ihm heraus. Das ist albern. Könnte aber funktionieren. Kille, kille, kille. Alter. Bravo! Schillischaf! Wie sie fast die gesamte Wucht mit ihrem Kopf abgefangen haben. Respekt. Könnte mir jemand das Band aus dem Mund nehmen? Danke. Bitte. Dann können wir ja jetzt gehen. Nicht bevor wir das Verbrechen gelöst haben. Herr Wachtmeister, was ist hier passiert? Eigentlich ist das ein Polizeigeheimnis. Es kann an dem Sturz auf dem Kopf liegen, aber ich erzähl's mal. Auf diesem Sockel da unten stand bis gestern noch die Statue des erkälteten und skatspielenden Jaks, ein Geschenk unserer Partnerstadt Ulan-Graboink in der äußeren Langolei. Das, wo morgen der große Staatsbesuch des langolischen Präsidenten Djindis Göm ins Haus steht. Ein Punkt auf dem diplomatischen Protokoll ist die feierliche Bewerfung des erkälteten und skatspielenden Jaks mit Kamilleteebeuteln. Und wenn die Statue bis morgen Mittag nicht wieder da ist, fürchtet unser Bürgermeister um die internationalen Beziehungen und den Jack-Joghurt-Handel. Wie kann so eine schwere Statue einfach so unbemerkt aus dem Stadtpark verschwinden? Ich muss Zeugen suchen. Dabei bin ich so müde. Gute Nacht. Berndi, du suchst die Zeugen, ich laufe durch den Park und mach Jack-Grunzlaute, um es anzulocken. Das Jack ist aus Bronze. Gutes Zeugen suchen, Bernd. Ich suche Außerirdische. Warum auch immer. Alter. Wenn es jemals
irgendein Spiel gegeben hat oder gibt, was gleichzeitig großartig ist, aber eben auch mein Gehirn vollkommen toastet, dann ist es dieses Spiel. Alter, Hilfe.